Ja, Zahn Benjamin ist mein Name, mein Kollege. Hartmut Mark. Wir sind hier ein bisschen mitverantwortlich, sagen wir mal, für die Stromgeschichte auf dem Festival. Und wir wollten ganz kurz was dazu erzählen, zu der geschichtlichen Situation, wie sich das so verändert. Die Technik der Aggregate, der Rußverschmutzung, die einfach da ist, braucht man nicht drum reden. Und die Firma Bredenhardt ist da sehr, sehr gut dabei, hier durch Rußpartikelfilter das auf ein Minimum wirklich runterzudrücken. Bis jetzt ist es so, bei einem konventionellen Aggregat, Dieselaggregat, ist ungefähr 6,9 Gramm pro Stunde, was an Ruß freigesetzt wird. Und die Firma Bredenhardt hat Partikelfilter entwickelt, die eine spezielle Aufheizung haben, um eben die Funktionalität dieses Filters auch zu gewährleisten. Und da ist also wirklich der Faktor 1000 dazwischen, zwischen der neuen Technologie, die hier auch eingesetzt wird inzwischen in einigen Aggregaten, und eben den konventionellen Aggregaten. Ja. Und die neueste Errungenschaft, da stehen wir im Endeffekt hier, die ist noch in den Kinderschuhen. Das wäre jetzt ein Wasserstoffaggregat, das überhaupt keine Rußpartikel mehr hat, logischerweise, weil es ja mit Wasserstoff funktioniert. Es ist nur Wasser als Restbestand dann da. Ich denke, das Ganze ist vergleichbar mit der Automobiltechnik, dass früher auch die normalen Motoren, das ist ja nichts anderes in dem Aggregat drin, auch mehr Feinstaub und Rußpartikel produziert haben und jetzt die Technik mit Katalysatoren und ähnlichen Dingen einfach weiter geht und auch eben bessere Abgaswerte zu erzielen. Und hier geht es auch Schritt für Schritt und wir sind auf einem guten Weg. Genau. Gestern ist noch ganz nett in der Pressekonferenz gesagt worden, hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Das Wasserstoffaggregat, was wir jetzt hier sehen mit seinen 5 kVA, ist natürlich noch nicht der Renner, sag ich mal. Aber das erste Auto ist auch noch keine 200 km/h gefahren. Und es fängt aber an und das ist eine wichtige Geschichte. Und schauen wir mal, bis wann wir hier das Taubertal mit nur noch Abwasser betreiben können, weil mehr entsteht ja nicht mehr. Genau. 3, 2, 1,